kurze Zusammenfassung dazu, wo wir sind. Denn wir sind im Prinzip jetzt am Anfang eines, oder nach der letzten Vorlesung quasi, am Anfang des zweiten Teils oder an dem Übergang hin zum zweiten Teil dieser Vorlesung. Wir haben uns die ersten 5 Vorlesungen mit endlichen Automaten und den von Ihnen akzeptierten Sprachen, nämlich den regulären Sprachen, welche durch reguläre Ausdrücke beschrieben sind, beschäftigt. Und dann haben wir gemerkt in der letzten Vorlesung Nummer 6, dass diese regulären Sprachen, die hier drin stehen, ein ziemlich beschränkter Teil einer sehr viel allgemeineren Klasse an Sprachen sind, welche nämlich von Grammatiken erzeugt werden. Ich habe im Nachgang aus dem Feedback und aus manchen Diskussionen mit manchen von Ihnen gemerkt, dass ich vielleicht nochmal klarstellen sollte, eine Grammatik als solche ist ein sehr abstraktes Konzept, ist einfach nur eine Regel, um rekursiv aus Regeln Strings zu erzeugen, also Worte aus einer Sprache. Und wir haben gemerkt, dass wir diese Regeln dieser Grammatiken einschränken können, auf bestimmte Art und Weise, ihnen bestimmte Struktur geben können und sie dadurch ineinander geschachtelte Klassen von Sprachen erzeugen. Die extremste Einschränkung ist, dass alle diese Regeln nur aus solchen Ersetzungsregeln bestehen, wo man immer eine Variable, eine einzelne auf der linken Seite hat und auf der rechten genau einen Buchstaben gefolgt von einer Variable oder einfach nur einen Buchstaben. Und wir haben gesehen, dass diese Regeln genau die regulären Sprachen erzeugen und dass wir sie identifizieren können mit dem Verarbeitungsprozess eines endlichen Automaten, der nämlich immer einen so einen Buchstaben sieht, merkt, dass der zu einer bestimmten Regel gehört und dass in dieser Regel dahinter, nach dem Buchstaben, eine neue Variable steht und diese neue Variable ist genau der Zustand, in den er übergeht, aus dem aktuellen, der auf der linken Seite der Regel steht. Und dann haben wir letzten Donnerstag eine mögliche Erweiterung des Ganzen betrachtet und gesagt, wir könnten ja auch Regeln haben, wo auf der linken Seite immer noch nur eine Variable steht. Bei Variable denken wir auch an Zustand von einem Automaten, aber auf der rechten Seite mehr stehen kann. Mehr oder weniger beliebige Kombinationen aus Variablen und Terminalsymbolen, also aus Buchstaben aus dem Alphabet. Und diese Regeln heißen, weil auf der linken Seite eben immer nur eine Variable steht, kontextfreie Regeln. Und die zugehörigen Grammatiken heißen kontextfreie Grammatiken. Also nicht jede Grammatik ist kontextfrei und es gibt durchaus Grammatiken, die mehr sind als kontextfrei. Und dann haben wir festgestellt, dass diese kontextfreien Grammatiken Sprachen erzeugen, die eine etwas kompliziertere Struktur haben als die regulären Sprachen. Zum Beispiel haben sie nicht diese ganzen starken Abschlusseigenschaften unter Schnitt und Komplementbildung und so weiter, die wir von den regulären Sprachen kennen. Und da haben wir schon geahnt, dass das, wenn wir dazu einen Automaten bauen wollen, der diese Sprachen erkennt, dass der eine reichere Struktur haben muss als die endlichen Automaten. Unter anderem ein Argument dafür, das ich vorgebracht habe, war, dass diese kontextfreien Grammatiken und ihre zugehörigen Sprachen, die sogenannten kontextfreien Sprachen, nicht abgeschlossen sind unter Komplementbildung und dass wir deswegen nicht erwarten können, dass die Art von Automat, die wir bauen, ausschließlich Zustände hat und sonst nichts, weil wir sonst Akzeptieren von Sprachen unter Komplementbildung direkt abbilden könnten auf die Komplementbildung von akzeptierenden Zuständen zu nicht akzeptierenden Zuständen. Wir ahnen also schon, dass die Automaten, die wir bauen müssen, um diese kontextfreien Sprachen zu erkennen, dass die irgendwas Neues haben müssen, was über Zustände hinausgeht, irgendein Speicher. Und mit diesen Automaten werden wir uns heute beschäftigen. Und dann, damit werden wir auch noch nächsten Dienstag machen. Und danach beschäftigen wir uns mit dem, was da außen rum geht, was da außen rum gehört. Insbesondere werden wir diesen blauen Block werden wir komplett ignorieren. Der ist nämlich gar nicht so spannend. Der hat eine sehr spezielle technische Aufgabe. Und werden stattdessen direkt übergehen zu diesen Typ-0-Sprachen. Und dann werden wir sehen, dass zu jedem dieser grammatikalischen Konstrukte jeweils immer auch ein Berechnungsmodell gehört und Name dazu. Also wir reden jetzt über die kontextfreien Sprachen, davor über die regulären Sprachen. Danach werden wir über diese Sprachen reden, die man rekursiv aufzählbar nennt. Und wir werden sehen, warum die rekursiv aufzählbar heißen. Es gibt nämlich einen Automaten dazu. Und das ist, Spoiler Alert, die Turing-Maschine, welche diese Dinger erkennt. Jetzt aber erstmal, was ist der Automat, und hier steht er schon, der diese kontextfreien Sprachen erkennt. Und diese Automaten heißen Kellerautomaten oder auf Englisch auch Pushdown Automata, PDA. Und warum die so heißen, erkläre ich Ihnen jetzt und dann denkt man darüber nach, was die eigentlich machen. Zunächst mal die Intuition.
Die Idee ist, wir brauchen einen Speicher für unseren Automaten. Wir brauchen mehr als nur Zustände. All die Computer, die vor Ihnen stehen, haben auch Speicher. Also vermutlich sind Speicher irgendwie gut, weil damit kann man sich was merken. Und diese Kellerautomaten, die haben eine ganz bestimmte Art von Speicher, die sehr, sagen wir mal, restriktiv ist. Das sind nämlich, wie der Name schon sagt, diese sogenannten Keller, die auf Englisch auch Stack heißen oder Stapel auf Deutsch. Und die können Sie sich so vorstellen, dass dieser Automat zwei Teile besitzt, nämlich ein Eingabeobjekt, also einen endlichen String, den kennen Sie schon von den endlichen Automaten. Das ist einfach ein Wort, das ihm gegeben wird. Und dann hat er zusätzlich diesen Speicher, und den können Sie sich so vorstellen, ich finde das Bild tatsächlich sehr hilfreich, wenn Sie rübergehen in die Mensa und nachher sich Ihr Mittagessen holen, da gibt es ja diese Kisten, in denen die Teller drin sind. Gibt es die immer noch? Den gab es zu meiner Zeit immer noch. Ja? Großer Stapel Teller, und wenn Sie reingehen, nehmen Sie einen raus, dann kommt von unten ein neuer nachgefahren. Und es ist scheinbar endlos viele Teller drin. Immer wenn Sie vorbeikommen, kommt gerade ein Teller raus. Ja? Genauso stellen Sie sich das vor. Da ist so ein Loch, und da ist am Anfang nichts drin, eine leere Platte. Und dann legen Sie da einen Teller drauf und noch einen und noch einen und noch einen. Und die können, stellen Sie sich vor, Sie hätten einen unendlich tiefen Keller. Unter der Mensa ist ein Loch, das bis in den Erdmittelpunkt führt. Und da können Sie so viele Teller reinschieben, wie Sie wollen. Es geht immer weiter runter. Und das Entscheidende ist, dass der letzte Teller, den Sie draufgelegt haben, immer genau der erste ist, der wieder rauskommt. Und der einzige Zugriff, den Sie haben, ist immer auf den obersten Teller. Was da drunter liegt, haben Sie keine Ahnung. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass wir auf jeden Teller ein Zeichen draufschreiben können. Sie können einen Buchstaben draufschreiben. Zum Beispiel einen der Buchstaben aus dem Input. Aber im Allgemeinen können Sie da mehr draufschreiben. Sie können sich andere Buchstaben überlegen, die Sie auch draufschreiben. Und dann steht also auf jedem dieser Teller ein Buchstabe. A, C, D, Symbol A, Symbol C. Ja? Und im Prinzip können Sie damit etwas speichern, nachschauen, aber Sie können eben immer nur auf das schauen, was gerade oben drauf liegt. Und alles, was darunter liegt, ist nicht zugänglich, es sei denn, Sie nehmen alles von oben runter, was oben drüber liegt. Aber wenn Sie den Teller rausnehmen, dann ist er danach weg. Den können Sie nicht irgendwo anders stapeln, sondern der verschwindet einfach. Und damit ist vielleicht klar, dass diese Art von Speicher auf eine interessante Art und Weise lokal ist. Also sie ist zwar endlos, in dem Sinne, dass wir beliebig viel draufstapeln können, aber im Zugriff ist sie total lokal. Übrigens genauso wie die Eingabe. In der Eingabe schauen wir uns immer nur das Wort an, was gerade hier steht, den Buchstaben, der gerade hier steht, und was danach kommt, können wir noch nicht wissen oder kann der Automat noch nicht benutzen. Die kommen erst später. Mit dem leichten Unterschied, dass wir bei der Eingabe von links nach rechts uns durcharbeiten und da nichts wieder irgendwie hinschieben können, beim Stack können wir was drauflegen. Und diese Lokalität werden wir dann übrigens später bei den Turing-Maschinen aufgeben. Da ist es dann möglich, hin und her zu fahren auf dem Speicher und auch in der Eingabe, wobei Sie werden dann schnell merken, dass Eingabe und Speicher dort einfach das Gleiche sind. Das reicht nämlich aus, einen zu haben dann. So, wie definieren wir das also jetzt? Das ist die Idee, das ist die Intuition. Ja, hier haben Sie Ihr Bild von Ihrem Tellerstapel und jetzt schreiben wir das einmal sauber auf, machen wir wieder genauso wie bei den endlichen Automaten und bei den nicht deterministischen endlichen Automaten und bei den verallgemeinerten endlichen Automaten. Wir schreiben auf, was der Automat ist, das ist die Syntax, und dann schreiben wir auf, wie er rechnet, das ist im Prinzip die Semantik, ja, also der Prozess des Berechnens, das sind zwei Definitionen nacheinander. Zunächst, was ist ein Kellerautomat? Ein Pushdown-Automaton. Es ist jetzt ein Sechstupel, wir haben ein Objekt mehr, nämlich das Alphabet für den Stack, für den Keller. Alles andere ist im Prinzip gleich. Wir haben immer noch eine endliche Menge an Zuständen. Ich schreibe schon endlich gar nicht mehr dazu, aber es ist eine endliche Menge an Zuständen. Wir haben immer noch ein Eingabealphabet, das ist genau gleich wie bei den endlichen Automaten. Und jetzt haben wir zusätzlich ein Kelleralphabet, einen neuen Satz an Symbolen. Und wir verlangen nicht, dass diese beiden Sätze an Symbolen disjunkt voneinander sind, das ist ziemlich egal. Aber insbesondere kann das Kelleralphabet mächtiger und größer sein als das Bandalphabet, das Eingabealphabet. Und dann haben wir eine Übergangsfunktion, die ist das eigentlich Spannende, über die rede ich gleich in Ruhe. Und wir haben auch wieder einen Startzustand und auch wieder eine Menge an akzeptierenden Zuständen. Also Sie sehen jetzt schon erstmal, dass wir offensichtlich, das steht auch schon hier unten, etwas bauen, was sehr ähnlich ist zu den endlichen Automaten. Das einzig Neue ist dieser Keller. Und dieser Keller, der taucht auf in der Definition der Übergangsfunktion. Die sieht nämlich so aus, dass wir Tripel
an Zustandsbeschreibungen nehmen, nämlich einen Zustand aus dem endlichen Zustandsraum, erstens. Zweitens einen Buchstaben, der in der Eingabe steht. Und drittens das Symbol, das oben auf dem Stack steht. Also das Symbol, das Sie oben auf dem Teller lesen, der auf der Ablage liegt. Diese drei Objekte können wir jetzt kombinieren und dann entscheiden, was der Automat tut. Und der Automat tut dann zwei Dinge. Der endliche Automat geht einfach über in einen neuen Zustand, das macht der PDA auch. Aber zusätzlich legt er noch etwas auf den Stack. Und hier müssen wir, damit das die volle Allgemeinheit hat, ganz arg aufpassen, was wir meinen damit. Das schreibe ich gleich nochmal auf die nächste Slide. Ich sage es aber jetzt schon mal. Wir werden diese Notation so benutzen, dass wir immer davon ausgehen, dass in jedem Schritt der Automat ein Objekt von dem Stack nimmt, also den obersten Teller nimmt, draufschaut und damit ist der Teller weg vom Stack und dann in dem Schritt auf der rechten Seite der Funktion etwas auf den Stack drauflegt und in einen neuen Zustand geht. Und dazu gehört insbesondere der Spezialfall, dass das, was wir vom Stack nehmen, genau das leere Wort ist, nämlich keinen Teller, dann machen wir im Prinzip nichts mit dem Stack. Oder alternativ können wir uns auch vorstellen, dass wir das Objekt runternehmen, den Teller runternehmen und dann gleich wieder drauflegen. Dann ist auch nichts passiert. Das ist das Gleiche. Ja? Wir können aber auch das Objekt runternehmen, wegschmeißen, was anderes drauflegen oder den Teller runternehmen, drauflegen und noch was Neues drauflegen. Denn auf der rechten Seite von der Übergangsfunktion steht ein Stern hinter dem Gamma. Das heißt, wir können ganze Worte draufstapeln. Auf einmal. Ja, also Sequenzen von Buchstaben. Das mache ich extra langsam, weil das ist was typischerweise verwirrend ist. Okay, und Sie sehen, da ist auch ein P davor, das ist die Potenzmenge. Wir definieren direkt hier diesen PDA als einen nicht-deterministischen Automaten. Also er kann in eine ganze Reihe von verschiedenen Zustands- und Schreibpaaren auf dem Stack gleichzeitig übergehen. Und wir gehen davon aus, dass er die alle gleichzeitig macht und danach dann in dieser Art von Baum, Berechnungsbaum, genauso wie beim endlichen Automaten, beim nicht-deterministischen endlichen Automaten weitergeht. Beim nicht-deterministischen endlichen Automaten haben wir dann sofort danach festgestellt, dass diese Idee gar nicht so viel ausmacht, dass sie nur so eine nette Hilfskonstruktion ist für die Beweise, weil sie nämlich äquivalent ist zum deterministischen endlichen Automaten. Hier wird es nicht so sein. Das heißt, was wir jetzt tun, ist, wir definieren einen nicht-deterministischen endlichen Automaten und dann macht das heute die Diskussion, Gott sei Dank, vergleichsweise einfach. Ich werde aber immer wieder darauf verweisen. Und am nächsten Dienstag, diesen Donnerstag ist übrigens keine Vorlesung, Feiertag, nächsten Dienstag werden wir dann feststellen, dass was wir natürlich eigentlich nur bauen können in echt, ist ein deterministischer Kellerautomat. Und der wird leider sehr viel diffiziler zu analysieren sein als der nicht-deterministische. Und das ist auch der Grund, warum diese Klasse an Automaten in Theorievorlesungen gerne mal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, so wie ich das auch machen werde. Ich möchte Ihnen aber dennoch dann nächsten Dienstag ein Gefühl dafür geben, warum diese Kellerautomaten, wenn man sie realistisch implementiert, nämlich deterministisch, doch irgendwie interessant, aber auch herausfordernd, aber auch praktisch relevant sind. Und darüber werden wir reden, nächsten Dienstag. Okay, und jetzt vielleicht noch mal kurz zur Klarheit, da unten steht es, offensichtlich sind diese nicht-deterministischen Kellerautomaten, diese NPDAs, wenn Sie wollen, oder man nennt es auch einfach nur PDAs, enthalten die endlichen Automaten als Spezialfall. Das ist nämlich, Sie können natürlich jeden endlichen Automaten mit einem Kellerautomaten simulieren. Das ist einfach ein Kellerautomat, der seinen Stack nie anfasst. Da steht einfach ein leerer Stapel, so eine Tellermaschine steht da einfach neben dem Automaten und der macht einfach nichts damit. Der fasst sie nie an. Legt keinen Teller drauf, nimmt keinen runter und dann ist es offensichtlich genau das gleiche wie ein endlicher Automat. Macht das Sinn? Es wird genickt, dann weiß ich, das ist damit klar, deswegen haben wir jetzt dieses Bild hier wieder verbunden. Wir sind klar, die Typ-3-Sprachen sind da drin in dem Typ 2. Gut, so, jetzt habe ich gesagt, wie das Ding aussieht. Jetzt muss ich noch sagen, wie es eigentlich rechnet. Und hier steht es, nochmal hier oben der Satz, den ich gerade eben schon mal erwähnt habe, jetzt nochmal etwas formaler. Wir interpretieren diese Funktion, diese Definition einer Übergangsfunktion,
folgendermaßen. Wenn die so aussieht, also wenn wir an all die Stellen der Signatur dieser Funktion Objekte schreiben, die zu den zugehörigen Mengen gehören, dann meinen wir damit Folgendes, dass wenn der Automat im Zustand Z ist und auf der Eingabe den Buchstaben A liest und oben auf dem Stack, auf dem Tellerstapel oben auf, ein Symbol A liegt aus dem Kelleralphabet, und auf der rechten Seite dieser Funktion steht der Zustand Z' und der String B, der aus mehreren Buchstaben aus dem Kelleralphabet besteht, dann heißt das, der Automat ist im Zustand Z, liest den Buchstaben A, liest das Symbol Groß A vom Stack und entscheidet dann unter Umständen, also als eine Option in seinen nicht-deterministischen Übergängen, überzugehen zum Zustand Z' und auf den Stapel obendrauf diese Sequenz B1, B2, B3 und so weiter bis BK zu ersetzen. Und das heißt dann, dass oben auf dem Stack nachher B1 liegt und darunter B2, B3 und so weiter. Und alles, was davor auf dem Stack war, steht dann drunter. Ist also nach unten runtergeschoben worden. Macht Sinn? Ja. Okay, das ist ein bisschen verwirrend. Also, reden wir nochmal weiter drüber. Und dann können wir nämlich damit diese Berechnung definieren. Insbesondere können wir die Spezialfälle haben, wie sie hier stehen, nämlich, dass hier nichts auf den Stack gelegt wird. Und das heißt, dass danach das A weg ist und nichts Neues dazugekommen ist. Das nennt man den Prozess Pop auf Englisch, ja, also runternehmen vom Stack. Das Pop haben Sie schon mal gehört, wenn Sie programmieren. Ja? Das kennen Sie von Stacks als Datenstruktur. Da können wir mal kurz einmal checken. Ja? Jeder weiß, was ein Pop und ein Push ist auf einer Datenstruktur. Sehr gut, okay. Also, das ist ein LIFO, ja? Ein Last-In-First-Out-Datenstruktur. Und die Version, wo hier drüben ein leeres Wort steht, ist genau die Operation Pop, runternehmen vom Stack. Und insbesondere können wir auch, jetzt habe ich wieder meine Maus verloren, da geht es wieder los, können wir auch diese Operation durchführen. Das heißt, wir können auf der rechten Seite das A behalten, das, was oben drauf lag. Da steht hinten ein A. Und danach die Sequenz BK-1 rückwärts bis BA drauflegen. Das ist die Operation Push. Also das A bleibt auf dem Stack und es fährt nach unten. Okay. So, und jetzt können wir damit definieren, was die Berechnung dieses Kellerautomaten eigentlich ist. Nämlich, also angenommen, wir haben so einen Kellerautomaten, diese Sechstupel mit all diesen ganzen Objekten, dann sagen wir, dass dieser Automat die Eingabe W, das ist ein Wort von Länge M, akzeptiert, wenn es eine Folge von Zuständen der Länge M im Zustandsraum gibt und von Worten S aus dem Kelleralphabet klinische Hülle, welche folgende drei Eigenschaften erfüllt. Diese S sind die Sequenzen der Kellerinhalte auf dem Stack. Nämlich erstens, der Automat startet, wenn wir ihn anschalten, in seinem Startzustand Q0 und der Stack ist leer. Wir gehen immer davon aus, dass am Anfang der Stack leer ist. Wir können also nichts vorher darauf speichern. Das ist wichtig, weil wir sonst unter Umständen irgendwas Mächtiges machen könnten mit diesem unendlich tiefen Loch da. Ja, das geht nicht. Am Anfang ist der Keller immer leer. Und dann gilt für die ganze Sequenz, dass jeweils immer die Übergangsfunktion genau diesen Übergang erlaubt. Ja, das ist quasi andersrum geschrieben, genau das, was ich gerade beschrieben habe. Der Automat ist im Zustand Z, er liest den Buchstaben A, er schaut auf den Stack, da steht Groß A, und dann guckt er in seiner Übergangsfunktion nach und sagt, ah, wenn ich genau dieses Triple an Kombinationen habe, dann gehe ich jetzt über in, zum Beispiel über, also unter anderem, über in Z' und lege auf den Stack die Sequenz B. Und wenn diese Sequenz B leer ist, dann habe ich das A vom Stack runtergenommen. Und wenn die Sequenz nicht leer ist, dann habe ich das draufgelegt, was da steht. Insbesondere kann diese Sequenz auch das enthalten, was vorher oben auf dem Stack lag. Und wenn dann der Automat das macht er übrigens jetzt alles nicht deterministisch, also alles gleichzeitig. Und wenn einer dieser möglichen Pfade dazu führt, dass der Automat am Ende der Sequenz im
einem der akzeptierenden Zustände ist, dann akzeptiert er. Und wenn es eine solche Sequenz gibt, unter all den möglichen nichtdeterministischen Pfaden, dann akzeptiert er. Also mindestens eine. Okay, das war die Definition. War die Definition okay? Nee, da gibt es noch sehr wenige nickende Menschen, deswegen müssen wir ein Beispiel machen. Also machen wir ein Beispiel, und zwar genau das, was wir uns schon in der letzten Woche angeschaut haben, als das ultimative Beispiel einer nicht regulären Sprache, die vergleichsweise einfach zu bedenken ist, aber doch klar für einen endlichen Automaten nicht zu akzeptieren, nämlich diese Sprache 0 hoch n, 1 hoch n, also die Sprache, die ist quasi die Zählsprache, nenne ich sie. Ja? Das ist die Sprache, die aus Worten besteht, die zuerst Nuller haben und dann genau gleich viele Einser hinterher. Wir wissen, dass es dafür keinen endlichen Automaten gibt, der sie im Allgemeinen akzeptiert, also für diese unbegrenzte Zahl n hier hinten. Und wir haben aber schon gemerkt, dass wir diese Art von Ausdrücken durch kontextfreie Grammatiken erzeugen können. Eine vergleichsweise einfache kontextfreie Grammatik. Und natürlich, wir ahnen ja schon, ne, dass, oder ich habe es schon ein paar Mal gesagt, dass diese Klasse Automaten nachher genau diejenigen sein wird, die kontextfreien Sprachen erkennen wird. Deswegen ist das jetzt mal ein guter Kandidat. So, und jetzt hier steht jetzt, wie der Kellerautomat aussieht, der genau diese Sprache akzeptiert. Der sieht so aus. Sie sehen schon, es ist wieder so ein bisschen wie bei endlichen Automaten, mal wieder ein Zustandsdiagramm. Da stehen wieder die Zustände drin. Dieser Automat hat vier Zustände, Q1 bis Q4. Er hat einen Startzustand. Und er hat zwei akzeptierende Zustände, das sind diese Ringe, doppelten Ringe. Aber auf den Pfeilen steht jetzt etwas mehr als bei den endlichen Automaten. Nämlich stehen hier jetzt immer so Tripel. Und bei den endlichen Automaten stand da ja einfach nur ein Symbol. Das war die Regel, wenn der Automat in diesem Zustand ist und dieses Symbol liest von der Eingabe, dann geht er in folgenden anderen Zustand über. Aber jetzt brauchen wir zwei neue Dinge. Denn wir müssen ja einerseits dem Automaten noch erlauben, auf dem Stack nachzugucken, was da steht. Und zweitens müssen wir dem Automaten sagen, was er auf den Stack schreiben soll. Bei diesem Übergang. Und deswegen stehen jetzt hier immer diese drei Zeichen. Und ich habe, vielleicht sehen Sie es, diese in grün gemacht. Grün ist das, was mit dem Stack zu tun hat. Und in blau das, was mit den Zuständen, was mit der Eingabe zu tun hat. Das heißt, dieser Automat macht Folgendes. Wenn er angeschaltet wird, dann geht er in diesen Startzustand über. Der Startzustand ist akzeptierend, denn das leere Wort gehört zu dieser Sprache. Ja, hier steht n größer gleich 0. Und was er dann macht, ist, er macht sofort einen, wenn er nicht akzeptiert, dann macht er einen Epsilon-Übergang, also ohne irgendwas zu lesen von der Eingabe, blaues Epsilon, und ohne irgendwas auf dem leeren Stack zu machen, grünes Epsilon, legt er ein besonderes Zeichen auf den Stack. Dieses Zeichen heißt Hash, das Pfundsymbol. Und das benutzen wir als kleinen Trick, damit der Automat quasi markiert, wo das Ende seines Stacks ist, damit er weiß, wann er fertig ist. Das heißt, er legt den ersten Teller drauf und sagt, das ist der Anfangsteller, vielleicht ein roter Teller oder so. Ja? Und den nutze ich nie wieder. Wenn ich den wieder sehe, dann weiß ich, oh, okay, da ist nichts mehr runter, der ist fertig. Das ist also jetzt schon mal ein erster Beispiel dafür, warum es hilfreich ist, dass das Stack-Alphabet andere Symbole enthalten kann als das Eingabe-Alphabet. Und jetzt fängt er an zu lesen von der Eingabe. Solange er Nuller liest, immer wenn er eine Null sieht in der Eingabe, dann guckt er nicht auf den Stack, das ist ein grünes Epsilon, ist ihm völlig egal, was da auf dem Stack liegt, und legt eine Null auf den Stack. Ja, also jede Null, die reinkommt, legt er drauf. Immer schön, immer weiter und bleibt immer in diesem Zustand, bewegt sich nicht weiter. Bis irgendwann mal eine 1 auftaucht in der Eingabe, dann weiß er, oh, okay, aber jetzt muss es wieder rückwärts gehen, jetzt können keine Nuller mehr kommen. Also geht er über in einen anderen Zustand und nimmt die oberste Null vom Stapel. Deswegen steht links eine Null und rechts eine Epsilon. Also er poppt diese Null vom Stapel runter. Weil jetzt hat er ja die erste 1 gelesen und will damit eine 0 auch schon wieder runterstreichen von seiner Liste. Ja? Und jetzt ist er in diesem Zustand des Rückwärtszählens angekommen, quasi. Und wenn jetzt lauter 1er kommen, dann macht er für jede 1, die da kommt, nimmt er eine 0 vom Stapel und schmeißt sie weg. Ja? Das ist also 0 links,
Epsilon rechts. Man nimmt die 0 vom Stapel, legt sie zur Seite. Nimmt die 0, legt sie zur Seite. Und wenn alles stimmt, dann haben wir genau nach der richtigen Anzahl an Einsern keine Teller mehr auf dem Stapel, außer dem Sonderteller, den wir am Anfang draufgelegt haben, den roten. Und wenn der dann da kommt und der Automat sieht, dass hier in der Eingabe lese ich nichts, ja, also ich nehme nichts von der Eingabe runter, aber auf dem Stapel liegt der Sonderteller, der Abschlussteller, der nennt sich manchmal auch den Kellerboden, und wenn ich den sehe, dann gehe ich in den letzten Zustand über, der ist akzeptierend, mache nichts mehr mit dem Stack und dann akzeptiere ich. So, warum ist das der Automat, der genau diese Sprache akzeptiert? Um das zu verstehen, müssen wir auch mal kurz drüber nachdenken, was denn passiert, wenn was schief geht. Und da benutze ich jetzt sehr kräftig, explizit, die Definition, die ich ganz so nebenbei in der allerersten Vorlesung gemacht habe, oder in der zweiten, wo ich nämlich gesagt habe, Übergangsfunktionen sind immer total definiert und immer wenn ich einen Übergang nicht definiert habe, dann bedeutet das, dass ich davon ausgehe, dass in diesem Fall der Automat übergeht in den Undefined-Zustand, in eine Sackgasse. Das heißt, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt hier eine, zum Beispiel eine, sagen wir mal, wir haben ein paar Nuller gesehen, ja, und jetzt kommt die erste 1 und danach kommt wieder eine 0 in der Eingabe, dann steht hier nichts in dieser Tabelle da unten oder hier auch nichts in diesem Zustandsdiagramm und dann geht der Automat über in falsch. Ja, also ich habe schon angefangen, 1er zu sehen, da kommt eine 0, damit kann ich nichts anfangen, also Sackgasse, Ende. Wort wird nicht akzeptiert. Genauso am Ende, wenn ich hier beschlossen habe, diesen nichts mehr vom Stack zu nehmen, weil der jetzt leer ist und da kommen jetzt noch mehr Symbole, also da kommen hinterher mehr 1er, als ich schon wieder rückgezählt habe, dann gehe ich auch wieder weg in diesen Sackgasse-Zustand und akzeptiere den nicht. Sie sehen auch vielleicht hier, wie stark, wie wichtig hier jetzt Nichtdeterminismus ist. Ich gehe ständig davon aus, nur zu checken, ob es einen möglichen Pfad gibt, der uns hier hinführt. Und wenn es da ganz, ganz viele andere Pfade gibt, die nicht zu akzeptierten Zuständen führen, macht das nichts, solange es einen möglichen gibt, der uns da hinführt. Macht das Sinn? Frage? Also die Frage ist nach Epsilon-Übergängen. Die sind jetzt hier sehr prominent. Ja, in diesen Kellerautomaten stehen typischerweise mehr Epsilons als alles andere. Die bedeuten, je nachdem, wo sie stehen, verschiedene Sachen. Also dieses blaue Epsilon hier oben bedeutet und auch da unten, dass der Automat diesen Übergang machen kann, ohne etwas von der Eingabe zu lesen. Ein spontaner Übergang von einem Zustand zum anderen. Das grüne Epsilon links vom Pfeil heißt, dass der Automat diesen Übergang machen kann, ohne etwas vom Stack zu lesen. Also wenn er ihn macht, wenn er diesen speziellen Übergang macht, dann liest er nichts vom Stack. Und das Epsilon auf der rechten Seite von dem Pfeil bedeutet, dass der Automat diesen Übergang macht, ohne etwas auf den Stack zu legen. Also er nimmt links eine 0 runter und er legt rechts keine drauf. Deswegen ist nachher eine 0 weniger auf dem Stack. Okay? Noch eine Frage. Also, die Frage ist nach Multithreading, das ist genau die Idee. Ja? Also das ist ein nicht-deterministischer Automat. Wir haben bei den endlichen Automaten des Nicht-Determinismus immer so ein bisschen nebenher schleifen lassen. Hier ist der jetzt mega prominent. Dieser Automat macht ganz, ganz viele Übergänge auf einmal. Nämlich zum Beispiel könnte er, haben wir ein Beispiel hier, wo... Ah, hier unten, genau. Sagen wir mal, der Automat ist in Q3. Ja? Und da steht noch irgendwas in der Eingabe. Dann, sagen wir mal, es ist eine 1. Ja? Dann steht hier in diesem Zustandsdiagramm, dass dieser Automat, auch wenn er möchte, auch diese 1 einfach fallen lassen kann, nichts mit ihr machen, da lässt sie einfach auf dem Band stehen, auf der Eingabe, und rutscht es stattdessen hier rüber in Q4, in den akzeptierenden Zustand. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir haben tatsächlich ein Wort, sagen wir mal, wir haben das Wort 0011. Das ist offensichtlich in der Sprache. Ja? Dann ein möglicher Berechnungspfad dieses Automaten ist, dass er hier anfängt, hier rüberrutscht, dann kriegt er die erste 0 und die zweite 0 und die erste 1 und dann entscheidet er, oh, ist mir egal, ich gehe jetzt darüber. Ist ja erlaubt als nicht-deterministischen Übergang.
Dann ist er jetzt in diesem akzeptierenden Zustand und jetzt kommt diese letzte Eins da noch. Die muss er ja noch verarbeiten. Und dann weiß er nicht, was er mit der machen soll. Dann geht er in den nicht akzeptierten Zustand über. Ist aber okay, weil es gibt noch einen Klon von ihm da drüben in dem Berechnungsbaum, ja, in diesem exponentiell wachsenden Berechnungsbaum. Der hat es noch nicht gemacht, diesen Übergang. Der sagt jetzt, ah, da ist auch noch eine Eins, die lese ich jetzt und dann gehe ich rüber in den akzeptierten Zustand. Mehrere Fragen. Die Frage ist, kann man diese Sprache nicht auch mit Determinismus erklären? Warten Sie bis nächsten Dienstag. Aber ich habe gleich noch mehr Beispiele. Das ist die Definition des Kellerautomaten, die ich hier gemacht habe, ist fundamental so, dass wir von Anfang an davon ausgehen, dass er nicht deterministisch ist. Der ganze nächste Dienstag wird sich darum drehen, dass wenn wir Determinismus machen wollen, dass das dann super kompliziert wird. Ja. Sie haben völlig recht. Also, ich habe was Falsches gesagt. Ich habe gerade ein Beispiel gemacht, wo auf dem Stack oben ja noch eine 0 auf dem Stack liegt, deswegen ist dieser Übergang gar nicht erlaubt. Guter Punkt, kein gutes Beispiel. Wollte ich spontan was konstruieren. Aber nichtsdestotrotz, der Automat ist nicht deterministisch. Und es können Übergänge, es kann durchaus Situationen geben, wo zwei verschiedene Übergänge gleichzeitig möglich sind und dann macht er einfach beide gleichzeitig. Wir werden gleich in dem Beweis, den ich nachher führen werde, ein extremes Beispiel davon haben. Und übrigens, ja, vielleicht nochmal zur Klarheit, jetzt habe ich diese Tabelle drunter gemalt. Ich glaube, sie ist einigermaßen klar. Ja? Also wir müssen halt quasi jetzt Kombinationen von Zustand, der steht hier, was in der Eingabe steht und was auf dem Stack steht, bauen. Und deswegen ist das im Prinzip, was wir hier bauen, ist so eine Art dreidimensionaler Array, ne? So ein Tensor, wenn Sie wollen, was mathematisches Objekt. Also die Tabelle hat im Prinzip drei Dimensionen, nämlich die Paare oder Tripel aus Input, Stack, was oben auf dem Stack steht und in welchem Zustand der Automat ist. Aber dreidimensionale Arrays malen sich schlecht auf einer zweidimensionalen Projektion. Deswegen mache ich diesen Multi-Index für die Tabelle. Ja? Das obere Epsilon muss nicht immer passieren. Es könnte ja auch sein, dass die Eingabe einfach das leere Wort ist. Also wenn Sie den Automaten starten und ihm nichts geben, dann gibt es einen akzeptierenden Pfad, nämlich der einfach in diesem Q1 bleibt und nicht weiterspringt. Aber der springt trotzdem noch nach Q2. Den muss er ja nicht machen. Es gibt einen möglichen Pfad durch den Berechnungsbaum, wo der Automat einfach immer in Q1 bleibt, weil nichts auf der Eingabe steht. Ja, der untere Übergang kann ja nur passieren, wenn auf dem Stack wieder dieses Scalar-Zeichen liegt. Zweites Beispiel, etwas komplexer, für die Dyk-Sprachen, die wir letzte Woche gesehen haben, als ein anderes Beispiel, also ein leicht mächtigeres Beispiel von kontextfreien Grammatiken, die nicht durch endliche Automaten darstellbar sind. Sie erinnern sich an mein kleines Selbstgespräch mit ChatGPT. Ich habe diesen LaTeX-Code, in dem genestete Klammern stehen. Ich würde gerne die äußeren Klammern matchen und dann ersetzen durch irgendeinen Ausdruck. Wie mache ich das? Geht mit einer Regular Expression nicht, weil in dem äußeren Satz an Klammern ja beliebig viele intern genestete weitere Klammern stehen können. Die können auf und zu gehen und dann wieder auf und zu oder sie können auf, zu gehen. Und diese Art von Konstrukt würde ich gerne erkennen. Mit einem Kellerautomaten geht es. Und Sie erinnern sich vielleicht, dass dann tatsächlich, als ich dann ChatGPT ein bisschen gedrückt habe und gesagt habe, nee, das geht irgendwie nicht mit der regulären Ausdruck, dass er dann früher oder später gesagt hat, ach so, ja, wenn da unendlich viele Klammern kommen können, dann gebe ich dir jetzt ein anderes Stück Code. Den hat er dann da so in Python hingeschrieben, vielleicht soll ich nochmal reinkopieren, und hat es einen Parser genannt. Foreshadowing. Ja? Über Parser müssen wir dann nächsten Dienstag reden. Und dieser Parser, der bestand aus Python-Code, der hatte eine Variable da drin, eine Liste, die hieß Stack und auf den Stack wurde immer was draufgelegt. Und genau das macht dieser Kellerautomat.
Wenn Sie nochmal wollen, können Sie sich die Vorlesung 5 angucken, da war am Ende diese Slides drin. Wenn Sie den Anfang von dem Python-Code sehen, da können Sie schon ahnen, dass da so ein bisschen ein Kellerautomat steht. So, also hier ist nochmal der gute Ritter von Dück und seine Sprachen. Ich fange erstmal einfach an. Angenommen, es gibt genau ein Klammerpaar. Runde Klammer auf, runde Klammer zu. Und davon können beliebig viele genestet sein. Also entweder auf, zu oder auf, zu, auf, zu und so weiter. Das sind alles erlaubte Sequenzen. Dann können wir die mit diesem Kellerautomaten erkennen. Und Sie sehen jetzt vielleicht schon, können wir ein bisschen schneller machen, ahnen Sie schon, was da passiert. Ja, der fängt auch wieder an mit dem Startzustand. Der ist akzeptierend, denn der leere Ausdruck ist auch korrekt geklammert. Dann macht er den Epsilon-Übergang, wo er wieder seinen roten Spezialteller auf den Stack legt, damit er weiß, wann er fertig sein muss. Wir können im Allgemeinen also immer davon ausgehen, dass ein Kellerautomat weiß, wenn der Stack leer ist, weil er nämlich genau das immer machen kann, diese Konstruktion. Und dann fängt er an und sagt, jedes Mal, wenn ich eine Klammer auf sehe in der Eingabe, dann nehme ich diese Klammer auf und lege sie auf den Stack oben drauf. Das heißt, ich nehme nichts runter vom Stack und lege diese geöffnete Klammer dazu. Und das mache ich immer, wenn ich eine Klammer auflese von der Eingabe. Wenn ich jetzt eine Klammer zu sehe in der Eingabe und die korrekte zugehörige Klammer zu oben auf dem Stack liegt, also insbesondere da keine Klammer auf liegt, sondern keine Klammer zu liegt, sondern eine Klammer auf, dann nehme ich diese Klammer auf, wieder runter vom Stack, nehme also da ein Epsilon auf den Stack. Und wenn ich irgendwann in einem Zustand bin, wo ich keine Klammer sehe in der Eingabe, aber einen leeren Stack, dann gehe ich über auf den akzeptierenden Zustand. Übrigens, hier hoffe ich, jetzt geht mal das Beispiel mit dem, wo Sie mich gerade korrekt korrigiert haben, für den Art von falschen Übergang. Stellen Sie sich vor, Sie haben, jetzt pass mal auf, ob ich das hinkriege. Angenommen, wir haben den Ausdruck Klammer zu, ja, also es geht, angenommen, der Ausdruck ist Klammer auf, Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu. Dann kann ich fange an, ich kriege Klammer auf, lege ich drauf, Klammer zu, poppe ich runter vom Stack und danach ist der Stack ja leer. Und dann kann ich diesen Übergang machen hier rüber. Und jetzt kommt der nächste, Klammer auf. Ja, was macht dann der Automat? Er geht in undefined über und sagt, okay, hier geht es irgendwie nicht weiter. Macht aber nichts, denn es gibt ja noch einen Klon von ihm in dem Berechnungsbaum. Der steht noch hier drüben, der hat diesen Epsilon-Übergang noch nicht gemacht. Und der nimmt jetzt die neue Klammer auf, legt sie auf den Stack, sieht danach die geschlossene Klammer, die dann kommt und macht den Übergang zurück zum akzeptierten Zustand. Also hier benutzen wir diesen Nicht-Determinismus jetzt mal hoffentlich korrekt. Frage zum Verständnis, um zu checken, ob Sie alle noch da sind. Was machen wir? Ah, es gibt erstmal Fragen, ja? Q1, Q3, ja. Stimmt, die 4 sollte eine 3 sein. Entschuldigung, noch mehr Korrekturen. Ja, ganz hinten. Die Frage ist, der Automat, der das leere Wort verarbeitet, ist der jetzt in Q1 oder in Q3? Der ist in beiden, ja? Also der hat zwei mögliche Berechnungspfade, nämlich er könnte anfangen in Q1 und da einfach drin bleiben, oder er kann den Epsilon-Übergang machen zu Q2 und dann direkt den Epsilon-Übergang zu Q3. Und die sind beide okay. Und übrigens heißt das wahrscheinlich, ja, dass man Q1 gar nicht akzeptieren machen müsste, aber es macht es auch nicht kaputt. Wo ist der Klon in der Definition zu sehen? Der Klon ist nur zu sehen in der Definition der Übergangsfunktion durch diese Potenzmenge. Und in der Definition der Berechnung, in der nämlich hier so ein Ist-In liegt und kein Ist-Gleich. Ist relativ subtil, aber ist darin versteckt. Jetzt schnelle Frage zum Verständnis. Ich habe Ihnen erzählt letzte Woche, es gibt noch die Verallgemeinerung der Dück-Sprachen für mehrere Klammerpaare.
Angenommen, ich hätte eine Grammatik, die auch noch die eckigen Klammern und die geschweiften Klammern enthält. Was würde ich dann machen? Wie würde ich diesen Automaten verändern, damit er noch funktioniert? Genau, also für alle anderen, Sie nehmen einfach für jedes weitere Typ an Klammernpaaren, eckig, geschweift und so weiter, jeweils auch so einen Pfeil und der kann der quasi in dem gleichen Zustand sein, der einfach immer sagt, wenn du eine ite-Klammer auf siehst in der Eingabe, dann lege diese ite-Klammer auf den Stack. Und wenn du eine ite-Klammer zu in der Eingabe siehst und auf dem Stack obendrauf die ite-Klammer aufliegt, dann nimm sie wieder runter. Und Sie können sich in der Pause davon überzeugen, dass das tatsächlich genau das Richtige ist. Warum? Naja, weil genau dieses Überkreuzlegen von Klammern ja verboten ist. Sie dürfen nicht eine eckige Klammer aufmachen, dann eine runde Klammer auf und dann die eckige Klammer zu. Das ist ja genau nicht erlaubt. Und genau diese Struktur checkt, dass immer das, was gerade zugemacht ist, matcht zu dem, was als letztes aufgemacht wurde, weil es eben oben auf dem Stack liegt. Okay, dann nutze ich jetzt die Zeit und wir machen eine 10-minütige Pause und danach geht es weiter und wir überlegen, warum diese Automaten eigentlich kontextfreie Grammatiken erzeugen. Jetzt haben wir also diese Kellerautomaten kennengelernt, wir haben ein bisschen mit ihnen rumgespielt, haben gesehen, dass sie einzelne interessante Sprachen erkennen können. Und jetzt habe ich Ihnen dieses ganze Ding natürlich nur vorgestellt mit dem versteckten Versprechen oder im Prinzip dem impliziten Versprechen auf der Slide, dass diese Kellerautomaten spannend sind, weil sie eben gerade kontextfreie Sprachen erkennen. Und Sie fragen sich vielleicht übrigens immer noch, warum eigentlich kontextfreie Sprachen spannend sind. Darüber reden wir nächsten Dienstag. Spoiler Alert, es geht um Parser. Immer wenn Sie Programmausdrücke in Programmiersprachen parsen wollen, sind die typischerweise genau das so, dass sie in diese Grammatikstruktur reinpassen. Jetzt wollen wir also sehen, dass diese Kellerautomaten, diese Pushdown-Automata, dass die gerade die Automaten sind, die genau die kontextfreien Sprachen erkennen. Das heißt, der Satz, den ich jetzt beweisen möchte für den ganzen Rest der Vorlesung, ist folgendes Theorem. Eine Sprache ist kontextfrei, genau dann, wenn es einen Kellerautomaten gibt, der sie erkennt. Das heißt, eine Sprache wird durch eine kontextfreie Grammatik erzeugt, genau dann, wenn es einen Kellerautomaten gibt, der sie erkennt. Also auch jede Sprache, die von einem Kellerautomaten erkannt wird, wird durch eine kontextfreie Grammatik erzeugt. Und jede Sprache, die durch eine kontextfreie Grammatik erzeugt wird, wird von einem Kellerautomaten erkannt. Wir fangen an mit der Hinrichtung. Angenommen, wir haben eine kontextfreie Grammatik. Wir zeigen, dass es einen zugehörigen Kellerautomaten gibt, der sie erkennt. Das ist der einfachere Teil des Beweises. Aber auch der enthält schon so ein bisschen subtile Aspekte, die mit der Struktur dieses Speichers zu tun haben. Und da werden Sie zum ersten Mal ein Muster sehen, das wir dann bei den Turing-Maschinen ständig wieder haben werden, dass wir nämlich echt aufpassen müssen mit unendlich großen Objekten, die man nur an bestimmten Stellen angreifen kann. Also, wie zeigen wir das? Also angenommen, wir haben eine kontextfreie Grammatik. Jemand hat uns also diesen Satz an Regeln gegeben, wie man aus einer Startvariable durch Übergänge Ausdrücke erzeugen kann. Wie, Idee von Ihnen, Vorschlag, wie würden Sie einen Kellerautomaten bauen, der alle Ausdrücke, die von dieser Grammatik erzeugt werden können, erkennt? Also müssen Sie sich jetzt überlegen, wie Sie von diesem Satz an Übergangsregeln, diesen Sätzen von links steht eine Variable, dann ein Pfeil, rechts irgendwas anderes, wie Sie das abbilden in Zustände und Übergänge der Zustände dieses Automaten. Jetzt bedenken Sie, dass es nur ein Objekt in diesem Automaten gibt, auf dem man mehrere Ausdrücke legen kann gleichzeitig. Das ist der Keller. Wir wissen aber, dass links in diesen Produktionen immer nur eine Variable steht. Also, welche Abbildung werden wir wahrscheinlich haben mit den Variablen? Also wie werden die Variablen der Grammatik, was werden die werden in dem Kellerautomaten? Das Alphabet des Stacks? Auch, aber also vielleicht wichtiger, ja? Akzeptiert
akzeptierende Zustände nicht unbedingt. Die Terminalen werden irgendwas mit akzeptierenden Zuständen vielleicht zu tun haben oder die Pfade dahin. Nein, die Zustände des Automaten werden was mit diesen Variablen zu tun haben. Und die sagen uns ja, was danach passieren kann. Und hier kommt die Idee, steht sie schon? Wir fangen damit an, in einen Startzustand zu gehen. Und bei diesem Übergang in den Startzustand legen wir die Startvariable auf den Stack. Dann schauen wir nach, was auf dem Stack liegt. Und dann machen wir Übergänge, die, naja, okay, vielleicht lassen wir es mit den Zuständen machen und Stack, und es ist einfacher so. Also, was wir machen ist, wir legen die Variable s auf den Stack und jetzt fangen wir an zu gucken, was oben auf dem Stack liegt. Sagen wir, da liegt eine Variable und diese Variable, zu der gibt es eine Regel in der Grammatik. Und zu jeder der Regeln der Grammatik machen wir jetzt Übergänge in unseren Automaten rein, vielleicht ist das die bessere Intuition, die eine Ersetzung macht. Die also sagt, wenn oben auf dem Stack S liegt und liegt eine Regel in der Grammatik, die sagt, S geht über in folgenden String, dann lege ich genau diesen String auf den Stack. Und das mache ich nicht deterministisch mit allen möglichen Übergängen. Und das heißt, dass wir quasi versuchen, also erstmal ist die naive Idee, wir könnten ja einfach diese alle möglichen Produktionen anwenden. Wir haben zu jedem Zeitpunkt was auf dem Stack liegen. Ne? Und immer wenn da eine Variable steht, dann ersetzen wir die, nicht deterministisch, durch eine der möglichen Ersetzungen, die dieser Variable zugeordnet sind in der kontextfreien Grammatik. Und damit erzeugen wir im Prinzip in einem exponentiell großen Berechnungsbaum dieses nicht deterministischen Kellerautomaten alle möglichen Worte, die aus dieser kontextfreien Grammatik erzeugt werden können. Davon gibt es unendlich viele. Und wenn irgendeine davon mit dem String matcht, der in der Eingabe steht, dann akzeptieren wir die. Das ist quasi die ultimative Verwendung von Nichtdeterminismus. Wir erzeugen einfach alles und gucken, ob eins davon zu dem gehört, was wir haben wollen. Ganz schön verrückt. Das ist klar, dass man sowas in echt nicht reproduzieren kann, in der physikalischen Welt, aber in unserem Berechnungsmodell schon. Bis auf ein Problem. Ahnen Sie es schon? Dann habe ich es nicht gut erklärt. Also, der Stack ist so, dass man immer nur oben lesen kann. Und das heißt ja, dass wir nicht einfach irgendwo im Stack irgendwelche Ersetzungen machen können, denn wenn wir das tun würden, müssten wir ja davor das, was davor oben drüber steht, erstmal wegnehmen. Na? Und dann wäre es ja weg. Wir haben ja keine andere Möglichkeit, das irgendwo hin zu speichern. Wir haben nur den Stack. Das heißt, wir können nicht einfach das Ding einfach produzieren in dem Stack drin, weil dazu müssten wir Teile des Stacks angreifen, die gar nicht erreichbar sind. Wir dürfen immer nur den obersten Teller auf dem Stapel anfassen. Und das heißt, wir müssen, während wir diese Ersetzungsregeln laufen lassen, gleichzeitig alles das weglesen vom Stack, was zur Eingabe gehört, was also Terminale sind. Das heißt, der Prozess, den wir machen werden, ist, dass wir immer oben auf dem Stack gucken. Wenn da oben eine Variable steht, dann werden wir die ersetzen durch eine ihrer Produktionen. Und wenn da oben eine Terminale steht, dann gucken wir, ob in der Eingabe die richtige zugehörige Terminale steht und streichen beide weg. Eine von der Eingabe, eine vom Stack. Bis wir wieder eine Variable sehen. Hier habe ich es nochmal auf der nächsten Slide auch nochmal anders, nochmal aufgeschrieben. Etwas formaler. Also, hier ist das Lemma, das ist die Hinrichtung. Wenn eine Sprache kontextfrei ist, dann gibt es einen Kellerautomaten, der sie erkennt. Dann angenommen, wir haben so eine kontextfreie Sprache mit ihrer Grammatik G. Dann konstruieren wir jetzt unseren Kellerautomaten P folgenderweise, sodass er die Worte akzeptiert, die von G erzeugt werden können. Ich mache es erstmal informell und dann schreibe ich nochmal auf, etwas genauer, wie diese Übergangsfunktionen aussehen. Erstens, der Automat fängt an im Startzustand und legt die Startvariable S auf seinen Stack. Markiert vorher das Ende des Stacks, wie immer. Und dann geht er durch und wiederholt, nicht deterministisch, immer wieder. Wenn er oben auf seinem Stack gerade eine Variable sieht, dann weiß er ja, dass er die ersetzen muss, sonst kann er eh nichts akzeptieren. Also ersetzt er sie durch irgendeine der Regeln, die in seiner Definition, in der Definition der Grammatik stehen. Das heißt,
da überlegen wir mal kurz, ob das überhaupt geht. Ja, in der Definition der Grammatik haben wir gesagt, dass Grammatiken immer endlich viele solche Regeln haben. Das heißt, wir können auch endlich viele Übergänge von dieser Art in unsere Übergangsfunktion reinschreiben. Für jeden Übergang von Variable A nach Ausdruck schreiben wir genau diesen Übergang, also die rechte Seite des Übergangs auf den Stack. Und zwar von hinten nach vorne quasi. Also wir fangen am Ende der Ersetzung des Übergangs an, legen das auf den Stack und dann gehen wir rückwärts, bis wieder das, was am linkesten steht, von dem Ausdruck oben auf dem Stack liegt. Und immer, wenn oben auf dem Stack ein Terminalsymbol liegt, dann checken wir, ob in der Eingabe als nächstes auch genau dieses Terminalsymbol kommt. Denn es gibt ja in kontextfreien Grammatiken keine Übergänge, wo links ein Terminalsymbol steht. Das, sonst wäre es ja kein Terminalsymbol. Also können wir die rausstreichen, wenn es die gleichen sind. Wenn sie anders sind, dann ist es sowieso falsch. Dann kann es hier nicht weitergehen. Und dann wird dieser Arm der nicht-deterministischen Berechnung einfach nicht akzeptiert. Wenn wir am Ende einen leeren Stack haben und die Eingabe zu Ende gelesen haben, dann sind wir fertig, dann ist das Wort akzeptiert. Und genau dann gehen wir in einen akzeptierten Zustand über. Das heißt, der zugehörige Automat sieht ungefähr so aus. Der fängt an mit einem Startzustand, macht einen Epsilon-Übergang, indem er die Startvariable auf den Stack legt. Also er liest nichts von der Eingabe, er nimmt den leeren Stack und legt das S drauf. Ah, ich habe vergessen, dahinter noch ein Hash zu schreiben. Also er legt erst den Hash drauf und dann das S, Entschuldigung. Also wir gehen einfach immer davon aus, dass der Automat das Ende seines Stacks erkennen kann. Das ist einfach ein trivialer Teil der Definition. Und dann macht er diese Übergänge, die hier stehen. Ja, also am Anfang macht er den Übergang, markiert sein Ende vom Hash, vom Stack, legt die Startvariable auf den Stack. Und dann ist er in diesem Loop-Zustand und macht Folgendes. Wenn er auf dem Stack oben eine Variable hat, groß A, dann macht er einen Übergang, indem er nicht deterministisch für alle beliebigen Regeln, die von A auf irgendein Wort W gehen, dieses Wort auf den Stack legt. Und wenn er oben auf dem Stack eine Terminale legt, dann checkt er, ob die gleiche Terminale auch in der Eingabe steht und schmeißt sie dann runter vom Stack. Wenn nicht, geht er in undefined über. Und wenn er einen leeren Stack hat und nichts mehr von der Eingabe liest, dann geht er über in den akzeptierenden Zustand. Und alle anderen Übergänge sind undefined, sie führen also in Sackgassen und damit werden alle anderen Worte nicht erkannt. Okay, das war der einfache Teil des Beweises, die Konstruktion von der Grammatik hin zum Kellerautomaten. Fragen dazu? Und danach kommt der tricky Teil, der schwierige. Ja. Also, Ihre Frage bezieht sich auf das Pumping-Lemma. Sie sagen, ob wir die Strukturen aus dem Pumping-Lemma benutzen können, um den Automaten zu bauen. Im Prinzip benutzen wir die hier, indem wir diese Loops da bauen. Das sind nämlich genau diese Möglichkeiten, Ersetzungen zu machen. Ist vielleicht nicht so eine wahnsinnig reichhaltige Antwort, aber ich glaube, im Prinzip läuft es darauf hinaus. Ja. Noch eine andere Frage da drüben irgendwo. Nee, hat sich erledigt. Okay, dann machen wir jetzt den zweiten Teil, den schwierigen, nämlich andersrum. Angenommen, ich gebe Ihnen einen Kellerautomaten, so einen nicht-deterministischen Pushdown-Automaton. Und sage jetzt, sagen Sie mir, was die Grammatik ist, welche dieser Automat erkennt. Wie beweisen wir das? Also, wie beweisen wir, dass diese zugehörige Grammatik insbesondere als kontextfreie Grammatik schreibbar ist? Um diese Frage zu beantworten, überlegen wir erstmal, wie man so einen Beweis konstruiert. Und da können wir uns Hilfe suchen in den früheren Teilen der Vorlesung.
Wer erinnert sich noch, wie wir gezeigt haben, dass es zu jedem endlichen Automaten einen regulären Ausdruck gibt? Reguläre Ausdrücke haben dann was mit regulären Grammatiken zu tun. Was war da der Name des Algorithmus? Ja? Genau, das war Kleins Algorithmus. Und Kleins Algorithmus ist ein, vielleicht bevor ich Ihnen den Beweis zeige, denkt man noch einmal kurz zurück an Kleins Algorithmus. Der Algorithmus von Klein war die Idee, wir haben einen endlichen Automaten und jetzt machen wir wollen eigentlich zeigen, dass es einen regulären Ausdruck gibt, welcher den Übergängen entspricht, die der Automat auf der Verarbeitung eines Wortes macht vom Startzustand zu seinem Endzustand. Und um diesen Ausdruck zu konstruieren, machen wir noch mehr. Wir schreiben nämlich einen Algorithmus auf, den Algorithmus von Kleen, welcher alle regulären Ausdrücke konstruiert, die den Automaten von einem beliebigen Zustand zu einem beliebigen anderen Zustand bringen. Also nicht nur vom Start zum Endzustand, sondern auch von allen anderen Zuständen zu allen anderen Zuständen. Und dabei überlegen wir, welche Pfade es durch den Automaten gibt. Also was quasi entlang der Übergänge für Buchstaben stehen. Und verwenden dabei genau die Struktur der regulären Ausdrücke, um den dann einen regulären Ausdruck aufzubauen. Wir haben also die verallgemeinerte Übergangsfunktion dieses endlichen Automaten übersetzt in einen regulären Ausdruck oder reguläre Ausdrücke und haben dann insbesondere aus diesem Satz an regulären Ausdrücken genau den rausgenommen, der vom Startzustand in den einen akzeptierenden Zustand übergeht. Und die dann vereinigt über alle akzeptierenden Zustände, und dann hat man genau den, der uns den regulären Ausdruck der Sprache des endlichen Automaten gegeben hat. Und im Prinzip das Gleiche wollen wir jetzt, oder etwas Analoges wollen wir jetzt machen, für diese Kellerautomaten. Wir möchten also, ich mache die Slide schon mal auf, analog zu Kleins Algorithmus, sorry, ist wieder eine Slide mit ganz viel Text, deswegen lasse ich sie eine Weile da, möchten wir den Keller, zu einem Kellerautomaten eine so eine Art Datenstruktur konstruieren, das wird dann das Analogon zu den regulären Ausdrücken sein, die uns sagt, wie wir den endlichen den Kellerautomaten von einem Zustand in einen anderen Zustand überführen. Und dann können wir insbesondere checken, wie wir vom Startzustand zu einem akzeptierenden Zustand übergehen. Aber jetzt haben wir eine neue Herausforderung, die wir bei den endlichen Automaten nicht hatten, nämlich den Keller. Wir müssen auch noch überlegen, wie wir von einem Zustand und einem Kellerinhalt zu einem anderen Zustand und einem anderen Kellerinhalt kommen. Aber hier kommt jetzt die Struktur des Kellers uns zugute. Denn wir wissen ja, dass der Automat in jedem seiner Schritte immer nur oben auf dem Keller was macht. Er kann also nicht beliebig den Inhalt des Kellers verändern, von einem Schritt zum nächsten. Das heißt, alles, was uns interessiert, sind eigentlich nur Übergänge, die von einem bestimmten Zustand mit einem bestimmten Kellerinhalt zu einem anderen Zustand mit dem gleichen Kellerinhalt übergehen. Die also oben auf dem Keller, auf dem Stack, nichts verändern. Denn dann können wir insbesondere aus diesem Satz raus uns die Menge an Übergängen raussuchen, die von dem Startzustand mit leerem Keller zum Endzustand mit leerem Keller übergeht. Und diese Art von Übergängen, für die brauchen wir eine Datenstruktur, über die wir strukturiert nachdenken können. Und da gibt es jetzt einen kleinen technischen Trick, der muss einem erstmal kommen, da muss man so eine Weile drüber nachhirnen, dass einem das klar wird. Nämlich, wir werden unseren, das war, also was ich gerade beschrieben habe, war der zweite Punkt hier auf der Liste. Ne? Und was wir jetzt machen werden, ist, dass wir unseren Kellerautomaten ein bisschen umbauen, sodass er eine bestimmte Struktur hat, die uns erlaubt, diese Datenstruktur effizient zu bauen. Wir machen nämlich Folgendes. Wir nehmen unseren Automaten P und sorgen erstmal dazu, dass er nur einen akzeptierenden Zustand hat, in dem er endet, damit wir nachher nicht irgendwelche Vereinigungen von mehreren akzeptierenden Zuständen machen müssen. Das ist ziemlich einfach.
Nämlich, wenn er mehrere akzeptierende Zustände hat, dann benennen wir die um in nicht akzeptierende Zustände und geben allen diesen akzeptierenden Zuständen einen Epsilon-Übergang hin zu dem einen akzeptierenden Zustand. Macht das Sinn? Ja. Ja. Also der Teil ist einfach, es ist einfach nur eine Umbenennung. Und im Prinzip ist, wenn wir das machen, ist das so, als ob wir die Vereinigung dieser Übergänge einfach jetzt schon mit einbauen in den Beweis. Ja, wir könnten auch alternativ sagen, es gibt mehrere akzeptierende Zustände und am Ende machen wir eine Vereinigung von all diesen Ausdrücken, die wir da konstruiert haben, für die möglichen Pfade zu akzeptierenden Zuständen. Stattdessen machen wir das einfach jetzt direkt in der Konstruktion des PDA. Das Zweite, was wir machen, ist, dass er nur mit leerem Stack, mit leerem Keller akzeptiert. Auch das ist einfach, nämlich immer dann, wenn es akzeptierende Zustände gibt, die auch bei nicht leerem Keller akzeptieren, dann fügen wir denen einfach noch so eine Art Abarbeiten hinten hinzu. Also wir sagen, wenn es einen Zustand gibt, dem egal ist, wenn es in unserem aktuellen PDAP einen Zustand gibt, welcher nach Verarbeitung der Eingabe akzeptiert, egal was auf dem Stack steht, dann benennen wir den um und sagen, der ist nicht mehr akzeptierend und bauen stattdessen einen Übergang hinzu zu einem Art Sackgasse-Zustand, der nichts mehr liest von der Eingabe, sondern nur noch den Stack leer poppt quasi. Der lauter Übergänge macht und sagt, egal was auf dem Stack steht, immer weg damit, weg damit, weg damit, bis er leer ist und dann bitte akzeptieren. Also einfach. Ja? Es ist so eine Art, wenn Sie jetzt in Programmiersprachen denken, das ist so eine Art Flush. Ja? Sie würden, wenn Sie ein Computerprogramm schreiben, wo Sie einen Stack haben, machen Sie vielleicht so ein bisschen Memory Management, machen Sie am Ende Ihres Codes, schreiben Sie Flush, ja? Also die Memory leer machen und genau das machen wir hier mit unserem Automaten. Und das war das Zweite. Und jetzt machen wir noch was Drittes. Das macht nämlich die Struktur nachher des Beweises einfach. Wir bauen den Automaten so um, dass er in jedem seiner Übergänge genau eine der beiden Operationen Push und Pop macht. Dass er also entweder etwas runternimmt vom Stack oder etwas drauflegt auf den Stack. Und das ist eine relativ einfache Veränderung dieses Automaten. Dazu müssen wir einfach nur zusätzliche Zustände oder Ketten an Zuständen hinzufügen, die alle Schritte, in denen gleichzeitig gepusht und gepoppt wird oder weder gepusht noch gepoppt wird, ersetzen durch so eine Art atomare Übergänge. Ja, wir machen so eine Art Maschinencode aus unserem abstrakten Kellerautomaten und sagen nämlich, immer dann, wenn der Automat einen Übergang hat, in dem er gleichzeitig was runternimmt und was drauflegt auf den Stack, also einen Push und einen Pop gleichzeitig macht, dann machen wir daraus zwei Übergänge. Nämlich wir fügen einen neuen Zustand Q tilde Strich hinzu, der sagt, erst nehme ich das A runter und dann gehe ich über in Q' und lege das B drauf. Macht das Sinn? Schon langweilig? Oh, okay, jetzt, was ist das Problem? Entweder Sie verstehen es nicht, weil es zu technisch ist, oder Sie denken, warum machen wir das überhaupt und es ist irgendwie total nutzlos. Also im letzteren Fall sage ich Ihnen, wir machen das, weil danach der Beweis einfach wird, weil wir dann nämlich sicher wissen, dass der Automat in jedem Schritt entweder einen Push oder einen Pop macht und dann können wir daraus eine Struktur konstruieren, die uns erlaubt, die Übergänge sauber aufzuschreiben. In ersterem Fall, wenn Sie gerade nicht mehr zuhören, wiederhole ich es noch einmal kurz, wir haben dafür gesorgt, dass unser Automat in jedem Zustand genau eine Sache macht, nämlich was runternimmt oder was drauflegt auf den Stack. Und es geht, indem wir das runternehmen und drauflegen, in zwei atomare Schritte zerlegen. Und es geht natürlich. Umgekehrt, wenn wir einen Übergang haben, der überhaupt nichts macht auf dem Stack, der weder was runternimmt noch was drauflegt, dann fügen wir einfach so eine Art nutzlosen Cycle ein, der ein Sonderzeichen Dollar auf den Stack legt und dann gleich wieder runternimmt. Und das machen wir einfach nur, damit wir so eine Art Binary Parity haben, damit wir immer wissen, wie viele Übergänge es gibt und wissen, in jedem Übergang wird entweder was draufgelegt oder was runtergenommen vom Stack. Okay? So, und jetzt, wo wir diese Struktur haben, erinnern wir uns nochmal daran, was das Ziel des Beweises ist. Wir möchten eine Struktur, ein Objekt, das beschreibt, wie der Automat von einem Zustand mit beliebigem Keller, insbesondere auch leerem Keller, zu einem anderen Zustand mit dem gleichen Keller, insbesondere auch leerem Keller, übergehen kann, weil wir uns dann die Ausdrücke anschauen können, die uns von Startzustand mit leerem Keller zu dem einen Endzustand mit leerem Keller bringen.
Und dann wollen wir diese Strukturen, die wollen wir identifizieren mit den Übergängen einer kontextfreien Grammatik. Und das machen wir jetzt. Und dazu male ich ein Bild an die Tafel. Und dazu zeige ich Ihnen dieses Slide. Und jetzt schauen wir mal, ob ich es hinkriege, das irgendwie als Sätze zu übersetzen. Wir wollen ein Objekt, das nennen wir APQ. Das ist eine Sammlung von Übergängen, die alle Strings generieren kann, welche den Automaten P, den wir uns gegeben haben, von Zustand P mit leerem Keller zu Zustand Q mit leerem Keller bringt. Insbesondere bringt er dann auch, oder nicht insbesondere, sondern allgemeiner bringt er dann auch A von Zustand P mit beliebigem Keller zu A mit Zustand Q und beliebigem Keller. Und jetzt machen wir uns erstmal klar, dass weil wir gerade diese Struktur so schön gebaut haben von unserem Automaten, weil wir ihn so umgebaut haben, dass er aus diesen atomaren Schritten besteht, wissen wir jetzt, dass der Automat am Anfang etwas auf den Stack legen muss. Denn der Stack ist ja leer, das heißt, er kann nichts runternehmen. Also muss er anfangen mit was auf den Stack drauflegen. Und wir wissen auch, dass er am Ende dieses Prozesses etwas vom Stack runternehmen muss. Denn danach ist er ja leer. Ja, und er macht ja immer nur drauflegen oder runternehmen. Also muss es ein Runternehmen sein. Und jetzt ist nur noch die Frage, ob das, was er am Anfang draufgelegt hat, das gleiche ist wie das, was er am Ende wieder runternimmt, oder ob es was anderes ist. Und dazu male ich jetzt mal ein Bild. Ich hoffe, ich kriege das hin. Bilder an die Tafel malen ist immer ein bisschen gefährlich, aber schauen wir mal, ob ich es groß genug schreiben kann, dass Sie es verstehen. Und zwar, was steht auf der Slide? Wir fangen an mit das Gleiche am Anfang und am Ende. Stellen wir uns vor, das Bild stammt übrigens aus dem SIPSA und ich habe es ein bisschen angepasst. Wir können so ein Diagramm malen, wo wir, ich male sogar mal zwei Pfeile. Wir auf der einen Achse schreiben wir Buchstaben, die Eingabe. Und auf der anderen schreiben wir die Zustände. Denn das Verarbeiten der Eingabe läuft ja über mehrere Zustände hinweg. Ja? Und das läuft ja quasi eins zu eins. Jedes Mal, wenn ich einen Buchstaben von der Eingabe lese, gebe ich in einen anderen Zustand über. Nicht Zustände, sondern Zustände. So. Jetzt haben wir den Fall, wo am Anfang und am Ende das Gleiche rund aufgelegt auf den Stack und wieder runtergenommen wird. Dann bedeutet das, dass der Stack zwischendurch nie leer ist. Denn wenn er leer wäre zwischendurch, dann gäbe es diese Situation schon vorher schon mal. Dass wir nämlich von einem Zustand zum anderen Zustand übergehen, in einem kürzeren Schritt, und danach der Stack leer ist. Das heißt, wenn ich hier auf der Y-Achse, das funktioniert nicht gut auf der Tafel, machen wir es hier, die Tiefe des Stacks, wie soll ich die nennen? Schreibe ich sie Stacktiefe. Plotte. Also wie viel quasi, wie weit der Tellerstapel runterreicht. Dann fange ich hier an, in dem Zustand P. Dann ist es ja nach Konstruktion, wir wollen APQ konstruieren. Und dann haben wir am Anfang einen leeren Stack. Und dann geht es los. Und da kommt irgendwas hier. Und am Ende, wenn wir bei Q sind, ist der Stack gerade wieder leer. Oder zumindest steht das Gleiche da. Und dazwischen kommen wir nie runter auf Null. Dann dann wissen wir, dass dann hat ja der Automat, während er das gemacht hat, hat er irgendwas gelesen am Anfang vom Band. Also hier stand ein A, das hat er als nächstes gelesen nach P. Und im Allgemeinen steht hier hinten ja was anderes. Ich verliere Sie, glaube ich, gerade. Sie fangen an zu reden. Also wahrscheinlich ist Ihnen nicht mehr ganz klar, was passiert. Ich mache mal das Bild erst hin, dann kann ich mich vorne wieder hinstellen und wieder mit Ihnen reden. A, S, Q.
So. Jetzt nochmal. Also angenommen, unser Automat geht über vom Zustand P mit leerem Keller zum Zustand Q mit leerem Keller. Und wir können ohne Beschränkung der Allgemeingültigkeit annehmen, dass er zwischendurch nie wieder einen leeren Keller haben wird, während er diesen Übergang macht. Dann wissen wir ja, dass er verarbeitet eine Eingabe. Also insbesondere fängt die an mit irgendwas, nennen wir es A. Das kommt nach dem Zustand P, wird A gelesen. Und sie hört auch auf mit irgendwas. Nach dem, kurz bevor er in Q übergeht, wird S gelesen. Dann heißt es ja, dass nach dem Übergang, wo er A gelesen hat, da hat er eine Sache auf den Stack gelegt. Das heißt, der Stack ist jetzt 1 größer. Und kurz bevor er zur Q zurückgeht, in dem Moment, wo er das S liest, hat er wieder genau diese Tiefe des Stacks und dann geht er wieder runter auf, wie der Stack vorher war. Das heißt, zwischen A und S, A und B, ah, super, das passiert, wenn man seine Tafel malt. Zwischen A und B so, liegt wieder so eine Sequenz, wo er kam aus P, er hat das A gelesen, ging zu R, dann macht er irgendwas, dann ist er irgendwann im Zustand S, hat genau ein Zeichen mehr als vorher im Zustand P auf dem Stack liegen, dann nimmt er dieses eine Zeichen runter, egal was es ist, er nimmt genau das gleiche Zeichen runter, sorry, indem er B liest, weil A und B sind was Unterschiedliches, und landet wieder im Zustand Q. Dann ist erstens vorher und hinterher der Stack der gleiche, aber zweitens ist auch zwischen A und B der Stack der gleiche, weil wir ja links und rechts das gleiche draufgelegt haben. Macht das Sinn? Und da merken Sie, dass wir so eine Art rekursive Struktur kriegen. Da drin liegt wieder ein ARS, das wieder den Automaten von R nach S bringt mit dem gleichen Keller. Also insbesondere auch mit dem leeren Keller. Und darauf können wir dann eine Induktion machen. Und das machen wir gleich. Die ist einfach eins kürzer oder zwei kürzer, also können wir darauf eine Induktion bauen. Die andere Situation ist, mache ich das zweite Bild, dass der Automat zu Beginn und zu Ende etwas anderes auf den Stack legt und wieder runternimmt. Wenn er das tut, dann muss er ja zwischendurch mal einen leeren Stack gehabt haben, sonst wäre ja da noch das gleiche Zeichen auf dem Stack. Das heißt, es muss irgendwo dazwischen einen Punkt geben, wo er einmal den Stack leer macht und dann wieder anfängt, neue Sachen draufzulegen. Nur dann, sonst könnte er ja da unten ja nichts ändern. Das heißt, dann sieht die Situation so aus, dass er alles genauso, nur der Graph drüber sieht anders aus. Wir gehen wieder von P zu Q. Und dann lesen wir irgendwas dazwischen, aber es ist uns eigentlich egal, was wir dazwischen lesen. Hier ist wieder die Stackhöhe, Stacktiefe, wie viele Teller auf dem Stapel liegen. Wir fangen an, dann geht es runter bis zur 0, leer. Und diesen Zustand, den geben wir einen Namen, der Zustand heißt R, in dem er ist. Und dann geht er weiter und macht wieder irgendwas anderes und landet am Ende bei Q. Das heißt, dass wir hier zwei solche Strukturen drin haben, die vom selben Typ sind, die nehmen nämlich den Automaten und gehen von P nach R und dann gehen sie von R nach Q und machen dabei jeweils, gehen sie von einem leeren Stack zu wieder einem leeren Stack. Und auch diese beiden Ausdrücke sind kürzer als, also die Pfade durch die Zustände des Automaten sind kürzer als der von P nach Q. Das heißt, auch hier können wir eine Rekursion aufbauen. Und alle Übergänge, die von P nach Q führen und den Keller nicht verändern, sind von einem der beiden Typen. Sie sind also entweder so, dass dazwischen der Stack leer wird oder dass er nicht leer wird. So, und das habe ich jetzt ein Bildchen gemalt. Jetzt machen wir es ein bisschen sauberer und schreiben einmal so eine Behauptung auf. Also, nach der Argumentation auf der letzten Slide. Angenommen, wir haben so einen Kellerautomaten, wie wir ihn uns konstruiert haben. Das heißt, er hat nur einen akzeptierenden Zustand und er poppt und pusht jeweils immer nur genau entweder ein Push oder ein Pop in jedem Schritt.
dann konstruieren wir die Produktion unserer Grammatik folgendermaßen. Für alle, und jetzt ist leider so ein sehr technischer Ausdruck hier, für alle Situationen, wo der Automat, für alle möglichen Paare von Zuständen P, Q, R und S und alle beliebigen Symbole aus dem Stack-Alphabet und alle beliebigen Buchstaben aus dem Alphabet, dem Eingabealphabet, inklusive dem leeren Wort, für welche es zwei Paare an Übergängen in unserem PDA gibt, nämlich erstens eine, die bei P anfängt und A liest und nichts vom Stack nimmt, aber dann ein U auf den Stack legt und übergeht zum Zustand R. Und außerdem es einen Übergang gibt, welcher vom Zustand S unter Lesen des Buchstabens B und des Herunternehmens genau dieses Us vom Stack übergeht in Zustand Q, fügen wir diese Regel unserer Grammatik hinzu. Und wir sehen, dass diese Regel offensichtlich kontextfrei ist. Denn links steht eine Variable, rechts steht eine Kombination aus Terminalen und Variablen. Zweitens, für alle Triple PQR fügen wir diese Regel hinzu. Und die gehört zu dem linken Bild, PRQ. Und drittens fügen wir noch so eine Art Selbstübergang hinzu. Das ist die leere Regel, der Vollständigkeit halber, sonst funktioniert nämlich die Induktion nicht, dass die Variable app einen leeren Übergang hat, dass sie also rausgestrichen werden kann. Also Loops auf dem gleichen Zustand, in denen sich der Stack nicht verändert, dürfen mit rein. Jetzt ist die Behauptung, das ist der spezielle Fall und nachher machen wir den speziellen, also das ist der allgemeine Fall, nachher machen wir den speziellen Fall, um den Übergang vom leeren Stack am Startzustand zum leeren Stack am Endzustand zu machen. Jetzt machen wir die allgemeine Situation, dass APQ den Automaten von P nach Q führt oder bei den Stack nicht verändert. Eine Frage dazu? Nee. Also die Frage ist, ob die daraus resultierende Grammatik von Chomsky Normalform ist, und ist sie nicht? Nein, weil dieser Ausdruck hier ist nicht in Chomsky Normalform. So, also jetzt machen wir die Induktion für diese allgemeinere Behauptung. Wir sagen, APQ ist genau, Entschuldigung, diese Übergänge APQ unter der Grammatik, die haben die Eigenschaft, dass wenn sie das Wort X erzeugen können, dann geht P auf Eingabe X von P nach Q mit leerem Keller. Das heißt, diese Grammatik ist breiter, größer als das, was der Kellerautomat akzeptiert, aber sie ist kontextfrei. Und alle Regeln, die die Sprache des Kellerautomaten konstruieren, sind da drin. Und nachher nehmen wir uns diese Teilmenge raus und dann haben wir genau die Sprache. Also, machen eine Induktion und zwar über die Länge der Erzeugung. Wir fangen an mit der Induktionsannahme für die leere Erzeugung, für eine Erzeugung, die genau Länge 0 hat. Also, wenn X in einer einzigen Produktion entsteht, dann kann deren rechte Seite nur Terminale enthalten, ja, wenn wir ein Wort erzeugen in einem einzigen Übergang. Und wir sagen, diese Produktion ist von Länge 0. Es gibt genau ein Wort, das Länge 0 hat, das leere Wort. Das heißt, es gibt nur die Regel, die oben links eine Variable steht und dann rechts ein leeres. Und da haben wir genau eine solche Regel, die wir per Konstruktion da reingelegt haben, nämlich diese da oben, die wir in Regel 3 hinzugefügt haben. Die erzeugt das leere Wort und der Kellerautomat geht auf dem leeren Wort von P nach P über mit dem leeren Keller. Ja, das ist der triviale Übergang, nämlich dass der Automat einfach nichts macht. Weder den Keller verändert, noch seinen Zustand. Dieser Übergang ist natürlich immer implizit drin. Und jetzt machen wir den Induktionsschritt. Angenommen, wir hätten alle Objekte APQ, die ein Wort X in K plus, angenommen, wir betrachten das Objekt APQ, das die Produktion APQ, die das Wort X in K plus 1 Schritten erzeugt. Und wir wissen schon nach Induktion, dass das die Aussage wahr ist für alle Produktionen der Länge K. Dann ist der erste Schritt, was jetzt hier steht, ist im Prinzip das, was ich auf der vorherigen Slide so ein bisschen mehr mit Händewedeln erklärt habe, jetzt etwas sauberer. Der erste Schritt der Erzeugung von X ist entweder einer, der von diesem Typ ist,
oder er ist von diesem Typ. Warum? Weil wir nun diese beiden Typen überhaupt nur in unserer Konstruktion haben. Da oben in 1 und 2 stehen ja nur diese beiden Sorten von Typen. Und dann gilt also erstens entweder das oder das. Naja, wenn APQ von diesem Typ ist, dann heißt das, dass X von der Form AYB ist, weil es ja genau so erzeugt wird offensichtlich. Und dann wissen wir, dass wir in diesem oberen Fall sind und wir wissen, dass, weil das hier in dieser Liste steht, gibt es ein U, so dass genau diese Struktur entsteht. Also diesen String hier müssen Sie einmal in Ruhe lesen, aber der bildet genau dieses Bild ab. Es gibt also ein U, etwas, was auf dem Stack liegen kann, so dass man von R nach S übergeht in dem Automaten und dabei den Keller nicht verändert. Und das bedeutet, weil wir von P nach R nach S nach Q übergehen und der Übergang zwischen R und S den Keller nicht verändert, wir aber in P und Q, also nach P und vor Q, jeweils das gleiche Symbol U auf den Stack gelegt haben, ist hinterher der Stack wieder gleich. Also geht der Automat P von A, groß P von klein P nach klein Q mit leerem Keller. Zweitens, falls es die andere Konstruktion ist, die wir hier gegriffen haben, die so aussieht, dann wissen wir nach Induktionsannahme, dass diese beiden Ausdrücke beides Ausdrücke sind, die den Automaten von P nach R bzw. von R nach Q nehmen und dabei den Keller nicht verändern. Wenn wir aber erst von P nach R gehen und den Keller so lassen wie vorher und dann von R nach Q und den Keller so lassen wie vorher, ist er natürlich immer noch genauso wie vorher. Also gilt die Induktionsaussage und damit können wir die Induktion machen und es gilt allgemein. Und jetzt machen wir den letzten Schritt, nämlich, dass wir jetzt sagen, diese Konstruktion hat uns alle Produktionen in der Grammatik erzeugt, APQ, welche den Automaten von beliebigen Zuständen P zu beliebigen Zuständen Q führen und dabei den Keller nicht verändern. Also gilt insbesondere, dass in dem Satz dieser Konstruktionen, welche übrigens alle kontextfrei sind, denn sie haben alle diese Form einer kontextfreien Produktion, nämlich links steht immer nur eine Variable und rechts steht irgendwie mehr, dann geht der Automat insbesondere von, wenn es eine Möglichkeit gibt, den Automaten vom Zustand P zum Zustand Q mit leerem Keller zu führen, dann erzeugt diese Grammatik auch das zugehörige Wort, unter dem der Automat von P nach Q mit leerem Keller übergeht. Insbesondere erzeugt sie auch genau die Worte, unter denen der Automat, wenn wir spezifisch P als den Startzustand und Q als den einen akzeptierenden Zustand wählen, genau alle akzeptierenden Worte erzeugt. Und dazu das brauchen wir fast nicht nochmal durchlesen, es gilt genau das Gleiche wie vorher, nur dass wir jetzt quasi den Spezialfall rausnehmen, wo in P der Keller leer ist und in Q dann auch wieder leer ist. Also, angenommen P geht in null Schritten über, dann muss X das leere Wort sein, denn er macht ja in jedem Schritt, verarbeitet er ja einen Buchstaben. Wenn er keinen Buchstaben verarbeitet, dann ist X das leere Wort und er macht ja keine Schritte, also bleibt auch im gleichen Zustand, also ist P gleich Q. Das heißt, der Übergang, den wir suchen, ist APP nach Epsilon und der steht in der Grammatik drin, weil wir ihn gerade so konstruiert haben auf der vorherigen Slide. Also gilt die Aussage. Und jetzt machen wir x immer länger, gehen von 0 nach 1, nach 2 und so weiter und sagen, angenommen, wir hätten schon gezeigt, dass diese Aussage gilt für Ausdrücke x der Länge k, dann betrachten wir jetzt ein Wort der Länge k plus 1, unter dem der Automat übergeht von p nach q mit leerem Keller. Dann gibt es zwei Situationen, entweder ist der Keller zwischendurch leer, oder, dann ist im allgemeinen Fall vorher und hinterher was anderes auf dem Stack, oder der Keller wird zwischendurch nicht leer. Wenn er zwischendurch nicht leer wird, dann muss am Anfang und am Ende das gleiche Symbol auf den Stack gelegt werden. Und dann gibt es nach Konstruktion eine Regel in unserer Grammatik, die so aussieht, und es gibt notwendigerweise ein Y, einen Substring, so dass x genau auf diese Weise schreibbar ist.
Und dann ist die Länge von diesem y ist offensichtlich 2 kürzer als die Länge von x. Und das heißt, nach Induktionsannahme wissen wir, dass auf y das p von anderen Zuständen r nach s übergeht und dabei den Keller leer lässt. Und das heißt, dass, weil wir ja vorher hinterher das Gleiche auf den Stack legen und wieder runternehmen, der Keller hinterher wieder leer ist. Und im letzteren Fall, also wenn vorher und hinterher, wenn der Keller zwischendurch einmal leer wird, dann gibt es Übergänge, gibt es eine Eingabe, eine Zerlegung von x in ein Präfix und ein Suffix, welche, sodass beide Präfix und Suffix kürzer sind als k plus 1, sodass der Automat übergeht von einem Zustand p zu einem zugehörigen Zustand r, in dem der Keller wieder leer wird, und dann von r nach q. Und zugehörige Produktionen existieren in der Grammatik, APR, ARQ, die produziert werden aus APQ. Und deshalb geht der Automat von P über R auf Q mit dem leeren Keller. So, was haben wir jetzt also eigentlich gezeigt? Sehr technische Konstruktion, dass wenn man uns einen Automaten, einen Kellerautomaten gibt, dass es dann möglich ist, aus den Übergängen dieses Automaten, spezifisch denen, die den Keller nicht verändern, eine Grammatik zu erzeugen, die die gleichen Worte erzeugt, welche den Automaten vom Startzustand zum Endzustand mit leerem Keller bringen, die also akzeptiert werden vom Automaten. Und alle diese Übergänge sind von der Form, dass links eine Variable steht und rechts was anderes. Und damit sind sie kontextfrei. Also einmal gezeigt, die Worte, die von einem PDA akzeptiert werden, werden von einer kontextfreien Grammatik erzeugt. Und davor haben wir schon gezeigt, dass alle Worte, die von einer kontextfreien Grammatik erzeugt werden, erkannt werden von einem PDA. Das heißt, dieser Kellerautomat, diese PDAs, das sind genau die Klasse an nicht-deterministischen Maschinen oder Automatenmodellen, welche die kontextfreien Sprachen erzeugen oder erkennen. Und damit bin ich am Ende. Was wir heute gemacht haben, ist, wir haben dieses technische Konstrukt eingeführt, Kellerautomat, mit dem wir uns auch noch nächsten Dienstag beschäftigen werden und danach übrigens nicht mehr. Das war dann schon das Ende dieses Exkurses. Und warum haben wir das gemacht? Na, zunächst mal, weil wir am Anfang, weil wir letzte Woche gemerkt haben, dass reguläre Ausdrücke ein bisschen beschränkt sind. Wir hätten gern was leicht Mächtigeres. Wir haben kontextfreie Grammatiken betrachtet. Und dann wollen wir wissen, wie der zugehörige Automat aussieht. Wir haben gemerkt, dass der einen Speicher braucht und haben versucht, einen vergleichsweise einfachen Speicher zu benutzen, der nämlich nur diese lokale Struktur hat, den Keller. Und ich habe gemerkt, dass genau diese lokale Speicherstruktur, die also kein Random Access ist, sondern nur ein Stack, dass die genau ausreicht, um diese Art von Ausdrücken zu erkennen. Und jetzt werden wir am nächsten Dienstag, Donnerstag ist keine Vorlesung, feststellen, dass man, wenn man diese Automaten deterministisch bauen möchte, dass man damit dann spannende Algorithmen bauen kann, nämlich Parser für Ausdrücke in Programmiersprachen. Bevor Sie den Raum verlassen, bitte ich Sie noch einmal, bitte Feedback zu geben, denn heute ist wieder Dienstag. Das heißt, Sie können auch Feedback geben Ihren TutorInnen für Ihr Tutorium. Machen Sie das bitte. Letztes Mal gab es ein Tutorium, das überhaupt kein Feedback bekommen hat. Geben Sie der Person jetzt einmal Ihr Feedback. Dankeschön.